sind gestern aus Luang Prabang abgereist, sind 4 Stunden mit dem Bus nach Nong Kiao gefahren und sind gestern hier in einem sehr schönen Gasthaus eingecheckt. Ist alles ziemlich neu. Man sieht es hier. Richtig cool, hohe Decken haben wir. Und vor allem, was wir haben, ist ein sehr, sehr schöner Ausblick auf die Brücke. Ich hoffe, man sieht's. Und den Fluss und die umliegenden Limestones. Mein heutiges Ziel ist, hier hochzugehen. Da gibt es einen Viewpoint, der soll ganz cool sein. Ich gehe heute alleine, weil Caro fühlt sich nicht so gut. Die muss ein bisschen ausruhen, aber wir haben nur noch eine Nacht hier. Deswegen gehe ich heute mal alleine auf Entdeckungstour und ja, mal schauen, wie der Blick von oben ist. Wir haben insgesamt 2 Nächte hier verbracht, dann im Endeffekt, wenn wir morgen abreisen. Und für uns geht es dann hier den Fluss hoch in noch ein abgelegeneres Örtchen. Wir sind ganz gespannt, wie es da aussieht und ja, nehmen euch mit. Jetzt mal den Eingang suchen von dem Trail. Der ist auf jeden Fall auf der anderen Seite von der Brücke und kostet auch, glaube ich, ein bisschen was an Eintritt. Ich glaube so 20.000 Kip, so ungefähr ein bisschen mehr wie ein Euro. Bislang lässt die Sonne ein bisschen auf sich warten. Eigentlich war es gemeldet, dass die heute Nachmittag rauskommen soll. Deswegen habe ich auch die ganze Zeit ein bisschen gewartet mit der Wanderung. Aber irgendwann muss man mal die Entscheidung treffen, loszugehen. Hier sieht man unser Gasthaus nochmal schön, das Blaue. Das ist wirklich das Neueste, was man hier so in dem Ort entdecken kann. Ich glaube, ich habe den Eingang gefunden hier in der Hütte. Geht es, glaube ich, hoch. Mal schauen, ob ich da richtig liege. Som Nang Viewpoint. Steht zumindest auf dem Schild. Okay, das wäre der falsche Viewpoint gewesen. Aber ein netter Herr hat mich darauf hingewiesen, ich muss noch 300 Meter die Straße entlang gehen und dann nach links abbiegen. Gut, das mache ich jetzt. Hab den Eingang gefunden. So, schauen wir mal, was es kostet. War jetzt 20.000 Kip, wie erwartet. Und man soll auf den Wegen bleiben, weil hier viele Bomben abgeworfen wurden und viele noch da liegen. So sieht es hier aus. Und das ist der Weg, den es hochgeht. Kurze Anekdote zu dem Secret War. Ihr habt das Schild unten gesehen, dass man auf den Wegen bleiben soll, weil hier überall noch Bomben liegen. Und zwar wurden von 64 bis 73 wurde Laos bombardiert von den USA und ist bis heute das meist bombardierte Land in der Geschichte. Das wissen, glaube ich, die wenigsten, wusste ich auch nicht, bevor wir hier ins Land eingereist sind. Aber in den 9 Jahren haben die Amerikaner so viele Bomben hier runterhageln gelassen wie im Zweiten Weltkrieg nicht. Und ich glaube, auch viele Kriege zusammen. Ich glaube, der Zweite Weltkrieg und der Vietnamkrieg zusammen waren weniger Bomben als im Secret War in Laos. Ja, hochinteressant und gleichzeitig total erschütternd. Brauchen wir das überhaupt? Ja, wahrscheinlich nur, wenn es nass ist. Ja, ist schon. Ja, ich hole es besser mal in die Hand. Mit einer Hand. Das ist doch ein bisschen schwierig. Ja, das ist das Stück. Ein bisschen steiler. Aber da es nicht geregnet hat, kein Problem. Aber ich glaube, wenn es nass ist, dann muss man definitiv die Seile benutzen. Okay, Hälfte geschafft. Wir haben wahrscheinlich hier so 20 Minuten gebraucht. Sehr schön bislang. Ist eigentlich auch ganz gut, dass die Sonne sich noch nicht so blicken lässt. Das kann sie machen, wenn ich oben bin. Also wenn es jetzt noch 20 Minuten sind, haben wir so 2:30. Perfektes Timing.
drin. Hier geht's hoch. Hier wächst überall Bambus in einer sehr ausgeprägten Form. Überall. Das ist Wahnsinn. Pause. 316 Höhenmeter haben wir schon. Ich schätze, so 500 müssen wir machen. Hier ist jetzt echt dunkel geworden. Ziemlich dichte Bäume, Pflanzen. Hier müssen wir jetzt hoch. Eben hat sich der Weg gesplittet, aber ich glaube, die führen sich jetzt wieder zusammen. Irgendwie hier durch. Hier wird es auch heller. Immer ein gutes Zeichen. Also, wir sind über 400 Höhenmeter. Das kann nicht mehr weit sein. Gerade noch zwei Wanderer getroffen, die auch bestätigt haben, dass es nicht mehr so weit ist. Bin jetzt auch eine Dreiviertelstunde unterwegs. Und ja, wäre schön, wenn jetzt die Spitze langsam käme. Okay, das Schild sieht gut aus. Die letzten Meter nochmal klettern. Aber dann dürfen wir es gleich geschafft haben. Ja. Es wird immer heller. Das ist ein gutes Zeichen. Das dürfte mein Ziel sein. Gespannt, wie viele Leute noch da sind. Außer mir nur eine Kochstelle. Okay. Das ist die Hütte. Ich setze mal hin. Die Aussichtspunktfahne. Nice. Und der View. Das ist ein anderes Tal als das hier. Das ist der Ort, wo wir wohnen für zwei Nächte. Leider ist die Sonne hier hinten. Ja, schade. Was man auch im Ort gehört hat, dass man hier zelten kann. Also man kann sein Zelt mitbringen und hier in der Hütte kann man zelten. Wow, was ein Blick, trotz schlechtem Wetter. Wie sich das gehört in Laos. Bier lau am Viewpoint. Prost auf die Wanderung, war schön. Nächstes Mal dann wieder mit Caro. Jetzt geht's gleich wieder runter. Ich denke, das geht ein bisschen schneller. Und wir nehmen dann morgen das Boot. Man sieht es hier unten, direkt neben der Brücke, ist der Pier. Ist vielleicht 50 Meter von unserem Häuschen. Dann geht's für uns ans nächste Ziel, einen Ort, den Fluss rauf. Wir sind ganz gespannt, weil der soll noch ein bisschen kleiner und dörflicher sein, als es hier schon ist. Hier unten sieht man auch unser Häuschen, das blaue. Ist jetzt knapp 450 Meter unter uns. Macht's gut, bis bald. Wir sehen uns wieder. Tschüss.